Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Rocketman nennen, wenn ihr das möchtet. Denn ich habe hier eine Rakete und mit der werde ich vielleicht bis auf den Mond fliegen. Ich weiß noch nicht genau, wohin die fliegt, aber es wäre schön, wenn es der Mond wäre, denn ich habe heute Morgen gefrühstückt, aber kein Käse auf meinem Brot gehabt. Stimmt wirklich. So, wir steigen einfach mal ein und schauen, wo es hinführt. Das wird spannend. Sieht mir sehr nach einem Sonderlevel aus. Und ich hoffe mal, dass es schön wird. Ja, da ist ein neues Level. Oh, das ist richtig cool gemacht. Hier steht nun eine neue Welt offen. Eine ganze Welt? Okay, das klingt so, als wäre das Bowser-Level. Oh, krass, ja. Schaut euch das mal an. Ich muss hier mal eben durchlaufen. Alter Verwalter, das Spiel ist hier viel größer, als ich dachte. Und zwar, was für eine Welt? Schaut euch das mal an. Cool. Alles klar, also... Ja, ich bin beeindruckt. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Dass ich da erst einen Stern bekommen habe, statt fünf, ist wirklich verständlich. Reise durchs Regenbogenland. Oh nein, das ist mit Schleudern. Also mit diesen Wippen, mit diesen Trapezen. Ich hoffe, ich kriege nicht einen Todi. Mario sollte gehen. So, ich bin aber klein und ziemlich verletzt. Cool. Also das finde ich echt cool, dass die nochmal so eine große Welt da reingebaut haben. Oh, ich sehe gerade, da kommt wieder so ein Explosionsheimer. Da ist nichts drin. Und die ganzen Ratten, die... Sollen wir das mal durcheinander bringen? Duck. Die ganzen Ratten, die springen hier einfach drüber. Die sind voll schlau. Okay, aber hier scheint nichts zu sein. Das ist wahrscheinlich nur zur Demonstration, was es hier alles gibt. Diese Musik ist ja auch geil, ne? Gute alte Mario-Musik. Oh, da sind die Ratten schon wieder ein bisschen smarter. Da haben sie nämlich Stacheln auf dem Rücken und lassen sich nicht mehr von mir töten. Yeah. Ist das das letzte Mal denn schon dabei gewesen, diese Musik? Boah. Alter Verwalter. Ja, also wie zu erwarten, ist der Schwierigkeitsgrad doch schon eine Ecke höher. Aber ich schätze auch mal, ich bin schon an einigen Kram vorbeigelaufen hier. Oh. Alles klar. Puh. Also das mit dem Toadie, weil man ja doch alle Levels... Also ich nehme mal an... Soll ich nochmal... Nee, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich nehme mal an, irgendwo auf den Rollen, da wird dann der erste Stern gewesen sein. Und ich habe es jetzt gerade übersehen. Krasso. Und nochmal Blessy. Hallo, wie kommst du denn hier hoch? Du kannst Rakete fliegen? Blessy ist wesentlich härter drauf, als ich dachte. So, wir wollen natürlich hier lang und da lang und da hinten lang. Ich sehe den Stempel. Deswegen müssen wir jetzt scharf rechts und... Nein. Oh ja, dankeschön. Das war sehr nett von dir, dass du da so im Weg warst. Cool. Flum. Ist es noch nicht vorbei? Achso, doch, ist es. Ich könnte mal ein Power-Up gebrauchen. Also so ein richtiges, nicht nur einen großen Pilz. Ein Großpilz. Ah, dunk. Oh yeah. Nicht das beste Power-Up, aber... Achso, wir können hier... Guck mal, wir können hier was anmachen. Oh yeah. Cool. Wenigstens, ich nehme an, es ist der zweite Stern, oder? Also so ein Renndings, hoffentlich schaffe ich das. Ah, das ist wieder so ein Alleyway-Level. Wie wäre es, wenn ihr mir ein bisschen helft, ihr Flatterheimer? Ich habe nicht ewig Zeit, müsst ihr wissen. Oh ja, yeah, das ist aber wirklich wahr. Jetzt habe ich auch noch da eins liegen gelassen. Man kriegt wenigstens die Zeit zurück. Jetzt mache ich euch auch mal hier ein bisschen kleiner. So, ihr seid nämlich ganz schön enervierend. Versteht ihr? Enervierend. Mann. So. Einmal hier hoch. Was ist das? Ach, das ist... Ach, ich habe noch gar nicht drauf geachtet, was es ist. Es ist ein riesengroßer 8-Bit-Link. Cool. Von dem ersten Zelda-Spiel. Uiuiui, das kostet aber Zeit hier. Guckt euch mal an, wie der aussieht. Wie ein großer Pixelheld. Es ist der größte Pixelheld. Das kann ich euch aber sagen. So. Cool, noch die typische Zelda-Musik dazu bekommen. Tschuing. Und wir können uns ein bisschen Zeit zurückholen. Ja, den 100er brauchen wir aber auch. Puh, was gab es? Einen Stern und da ist der dritte Stern. Ja, den ersten haben wir schon. Oh, das war nicht gut. Gut, aber wenigstens haben wir ihn bekommen. Ich hoffe jetzt nur, dass ich auch überlebe. Okay. Alter Verwalter, das ist nicht ohne... Wow, wow, Mist. Mist. Tja, da hätte ich gerne den Feuerball gehabt. Doch, das Level ist nicht ohne, wirklich wahr.
Es fängt schon ziemlich schwer an hier im Vergleich zu den bisherigen Levels. Vor allem, weil das ja ein recht weiter Weg ist, bis man hier ans Ziel kommt. Und ich weiß noch gar nicht so genau. Ich weiß nicht so genau, wie die Relativitätstheorie funktioniert. Ich kenne zwar die Formel, aber ich weiß nicht, wie sie funktioniert. So, dann versuchen wir das gleich nochmal. Puh, also das war ja nicht so schwer, nur danach zu überleben. Dieser eine Sprung, der war wirklich eine Gemeinheit. So, also nochmal. Und das hier dauert ja relativ lang. So. Okay, wir machen nochmal so... Ich möchte eigentlich auch nicht hier getroffen werden. Okay. Findet ihr das schön, wenn ich so singe für euch? Das habe ich mir für euch ausgedacht. Ich habe das Lied komponiert. Es heißt das Dada-Lied. Das kommt aus dem Dadaismus. Na, aber warum nur? Fragst du dich. Okay. Jetzt schaffen wir es aber. Und so, und so. Oh yeah, jetzt haben wir alle. Haben sogar noch ein bisschen mehr Zeit über als das letzte Mal, glaube ich. Aber nicht viel. So, 5 Sekunden oder so? Keine Ahnung. Funk. Und noch ein paar Münzen bekommen. Also an Leben werden wir vermutlich nicht verrecken hier. Also an fehlenden Leben sozusagen. So, das haben wir geschafft. Aber das wirklich Schwere kommt jetzt auch noch. Puh, also vor dem Sprung habe ich wirklich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Kann ich die Kamera nicht ein bisschen weiter... Nee, ich kann sie nicht weiter zur Seite drehen. Okay. Wow. Oh, alter Verwalter. Das ist wirklich ein ganz eigenes Niveau. Denn diesen Winkel hier finde ich relativ... Wow, finde ich relativ unangenehm. Boah, alter Verwalter. Alter Schwede. Das ist wirklich ein ganz eigenes Niveau. Boah, ich habe jetzt gar keine Lust, nochmal diesen blöden Alleyway-Part zu machen. Okay, wir versuchen es aber nochmal. Denn dieses Alleyway-Ding dauert so lange. Am liebsten würde ich die Stelle mit einem anderen Charakter machen. Aber wie gesagt, eigentlich muss man das ja mit jedem Charakter durchspielen. Boah, das ist schon anspruchsvoll. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal so zulegt, das Spiel. Alles kaputt machen, komm schon. Sehr schön. Ja, diesen Winkel hätte ich gerne bei diesen Sprüngen etwas anders. Wäre das direkt von der Seite, so wie hier, dann fände ich das sehr viel einfacher. Aber so in der Diagonale, boah, ja, finde ich schon anspruchsvoll. So, und jetzt nochmal 10 Stunden lang hier rumeiern. Erstmal das Öhrchen. Hey. Ach so, so geht es auch. Na gut, dann können wir vielleicht noch ein bisschen Zeit sparen. Viel nicht. Eigentlich wird es nur noch ein bisschen zerrissen hier. Okay. Wow. Oh, da habe ich gerade was gesehen. Das muss ich mal ganz kurz testen. Oh, aha. Aha. So ist es also. Nur leider haben wir dann, glaube ich, die Feuerblume verloren. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so cool, denn ich mochte die recht gerne, muss ich sagen. Denn man bekommt die ja nicht gut geschrieben, wie bei den anderen Power-Ups, wenn man die einsammelt. Sondern es ist tatsächlich ein Ersatz für das Power-Up, der dann auch noch aufgelöst wird. Wie ihr seht, ich bin jetzt nur noch Super Mario, nicht mehr Feuer Mario. Und jetzt kommt das eigentlich Schwere und diesmal sogar ohne Feuerpflanze. Dabei hat die mir eben sehr geholfen. Miste. Nee, also das nehme ich das nächste Mal nicht mehr auf. Ich muss ganz ehrlich davon ausgehen, dass ich es jetzt wieder nicht schaffe. Und so. So, den Stern wollen wir natürlich. Ich will die Kamera... Ah! Guck mal, jetzt geht's. Ah, ein Glück. Denn so ist das, glaube ich, doch schon einfacher. Alles klar. Und jump. Nein, warum? Oh, liebe Leute, ich glaube, das wird mich noch ein paar Leben kosten.
Ich weiß, viele von euch finden das vermutlich ganz leicht, aber ich bin hier gerade ganz... Ich tue mich gerade ganz schwer mit der Stelle. Alles klar. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir geben nicht auf. Das Enervierende ist ja daran, dass ich jetzt erstmal jedes Mal diesen blöden... umgekegelt. Diesen blöden Part hier nochmal machen muss. Wow. Alles klar. Einmal mache ich es noch, ansonsten werde ich dann jetzt einfach mal ganz schnell das nächste Mal durchrennen. Vielleicht schneide ich es euch sogar, damit ihr nicht nur mich in diesem Level hier seht. Ich werde mir den großen nicht holen. Ich möchte gerne das Power-Up behalten. Das halte ich für fast ein bisschen sinnvoller, aber ich glaube, das mit dem Feuerballschießen bringt auch nicht so viel. Das trifft immer nur Einzelne. Und das Rennen gebe ich dafür auf. Und so bin ich dann vielleicht so doch schneller, oder? Nein! Na gut, dann kann ich auch den Großen nehmen. Wo war der? Ja, hier war der. Dieser... Ja, jetzt glaubt ihr, ihr könntet mir noch was antun, hä? Ich bin aber der große Mario. Oh ja. Es fängt heute Morgen hier gar nicht gut an mit mir. Ich habe mich so gefreut, dass ich jetzt die Rakete benutzen könnte, aber ich fürchte, die Rakete hat mich ins Unheil geflogen. Okay. Und wir haben es... Nein, wir haben es noch nicht geschafft. Da ist noch einer. Ah, herrje. Diese Rollen. Ich fand die ganzen Levels bisher nicht so schwer. Aber diese Rollen hier, das ist wahrscheinlich so gerade mein größter Schwachpunkt. Weil auch noch Gegner drauf sind, die mich treffen können und alles. Alles gemein. Huah. Uch, wieso hat er mich... Nein, ich glaube, jetzt kann ich es gerade schon wieder vergessen. Hup. Hup. So, okay. Und einmal rüber. Exzellent. Das ist wie so ein bisschen wie vom Schwierigkeitsgrad wie die Rainbow Road Levels in Mario Kart. Nicht zu weit. Oh, ein Glück. So, ich glaube, es ist jetzt gar nicht mehr weit, ne? Aber... ja, so geht's. So geht es. Ich hoffe, wir sind jetzt durch. Oh ja, oh mein Gott, ja. Wir haben es geschafft. Ich muss sagen, ich fand das Level echt schwer. Echt schwer. Und jetzt brauche ich mich kaum so richtig hier... Ja, aber ich habe wenigstens den goldenen Fahnenmast. Ich traue mich kaum, hier richtig durchzuspringen, weil das alles so gefährlich ist. Oh je, da habe ich ja noch einiges vor mir. Meine Fresse. Und das in einem Mario-Spiel. Na gut, aber wir haben wenigstens... Ja, das erklärt natürlich auch, warum wir noch so viele Stempelämpel noch nicht haben. Puh, also da war ich nicht besonders gut, das gebe ich auch zu. Gerne, aber... das war auch wirklich nicht easy peasy. Und da muss ich euch hinten dran auch noch einen Stern hängen. Das heißt, ich muss nochmal durch dieses üble Level. Oh je, Mini. Gut, die Supergalaxie. Oh ja, das ist bestimmt ein... Ach, sind das vielleicht alles Verweise auf andere Mario-Levels? Das könnte schon sein, aus anderen Mario-Spielen. Super Mario Galaxy habe ich nur angespielt. Noch nicht durchgespielt, das möchte ich... Nein! Nicht in den Sprunglevel 10 Toadie. Warum machen die das immer? Moment. Ich habe zwar nichts gegen die Mario-Spiele, die Galaxy-Spiele wirklich gehabt, aber ich habe sie eben einfach irgendwie nicht weitergespielt. So, wir sehen, hier dreht sich's ein bisschen. Das ist noch in Ordnung. Ich hätte jetzt gerne ein Power-Up gehabt. Aber, bis jetzt ist es noch nicht so schlimm, dass ich keins habe. Oh, Herr Jemini. Okay, ich sehe, dass da drüben... Wow! Dass da drüben ist bestimmt ein... Wow! Swamp! Ein Power-Up. Nee, auch nicht. Wow! Okay, vielleicht hier eins? Ach, da oben ist ein Stern. Oh, ich habe das so ein bisschen... Ich bräuchte mal wirklich was, womit ich diese Viecher wegtun könnte. Also so Bams und dann sind's weg. Gibt's hier nicht mal... Ach so, jetzt bin ich hier auch noch... Na gut. Okay, wir müssen es mit Stammsprüngen machen. Wir haben nur leider nicht viel Zeit, um uns hier drauf zu bewegen. So. Dass man hier überhaupt keine Power-Ups bekommt, das ist wirklich was, das mich sehr verwirrt. Damn. Okay.
Oh je. Oh je. Einfach hier rüber, stimmt's? Jetzt müssen wir einfach hier rüber. Nee, da warte ich nochmal ab. Dann könnte ich eventuell nochmal den einen hier zerstampfen. Gehe ich nochmal kurz zurück. Achso, ich hätte auch auf den blauen an der Seite gehen können. Stimmt natürlich. Habt ihr völlig recht, liebe Leute. Oh. Nein. 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 Jetzt hat er es kaputt gemacht. Der hat mein... Da ist doch der Stern da oben. Mann, jetzt hat er es kaputt gemacht. Oh, hallo. Ich kenne dich. Splam. Redest du mit mir? Hallo? Redest du mit mir? Nee. Warum nicht? Mann. Wie es hier einfach mal überall keine Power-Ups gibt, ne? Oder gibst du mir eins, wenn ich dich genügend verletze? Ach Mann. Nie kriege ich Power-Ups. Okay, da muss ich dann wohl rüberrennen. Und zwar auf der anderen Seite, nehme ich doch mal ein. Na komm, mach schon. Wir haben nicht ewig Zeit, du blödes Ding. Wow. Wow. Das war aber knapp. War das so gedacht, dass man das... Dass man das nicht anders schafft? Mann. Alter Verwalter. Da bräuchte ich wirklich mal Peach oder so einen Flatteranzug. Hua! 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 Huh. Ach, herrje. Das ist ja... schon wieder sowas ganz... ganz Gemeines. Huh, geschafft. Aber der Stern hat sich gefreut, dass ich es geschafft hat, glaube ich. Da erwartet mich ja noch einiges hier. Da erwartet mich, glaube ich, noch ganz viel. Oh, du lieber Himmel. Oh, du lieber Himmel. So, ich sehe, da drüben könnte man eventuell... Wow, was ist das denn? Da geht echt einiges ab hier. Ich wollte mal hier drüben eigentlich so einen unteren Weg entlang gehen. Guck mal, da kann man noch an der Seite irgendwie entlang laufen. Aber erstmal möchte ich das Bombardement hier etwas reduzieren. So, und du vielleicht auch. Bams, the Bams. Und tschung. Achso. Am besten vielleicht. Mann, ich mag den Toadie wirklich nicht. Der Toadie hat einfach eine miserable Sprungkraft. Also, ich meinte eigentlich da unten entlang auf diesem einen Teil. Soll man wirklich hier hochklettern? Oh, krass. Wie soll ich denn da hochkommen? Habe ich bis jetzt noch nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt. Denn ich... Hä? Okay, fast geschafft. Nein, ich gehe immer tiefer. Komm schon. Nein. Ich glaube, das ist wirklich nicht am einfachsten mit dem Tod. Ja, ich sehe schon, dass ihr da oben tanzt, liebe Leute. Aber ich krieg das mit dem Tod nicht hin. So. Jetzt habe ich ihn. Oh, das wäre aber ein Krampf. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich nicht mehr allzu oft sterbe. Sonst muss ich das nachholen. Alter Verwalter, dieses Level hat echt so einiges an Schwierigkeiten zu bieten. Und hopp. Hup. Okay, wir müssen zurück. Und den Stern hier holen. Und es war erst der zweite. Oh, wir müssen uns wirklich beeilen. Ich schätze mal, genau hier ist jetzt ein Pilz drin. Nee, auch nicht. Alter, die geben einem keine Power-Ups hier. Puh. Ah, jetzt bin ich bestimmt den falschen Weg gelaufen. Nee, da unten ist der Stern tatsächlich. Ach komm. Aber ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Denn ich habe zu lange gebraucht, um den Stempel zu holen. Oh yeah. Wow. Alter Schwede. Also dieses Level, diese ganze Welt ist auf einem völlig anderen Niveau als die davor. Das ist nicht ohne weiteres zu meistern. Ach nee, vor allem nicht, wenn man sich gleich von diesem Scheiß hier treffen lässt. Ich überlege mir gerade fast. Okay, nochmal. Mist. Mann. Ich wollte eigentlich diesen Rückwärtssprung machen. Ihr wisst ja, in diesen... Ach, herrje. Ich nehme an, mit Luigi ist diese Stelle am einfachsten. Wisst ihr was? Ich hole mir das später. Ich hole mir das später mit einem anderen Charakter, mit dem ich besser springen kann. Muss man sich ja nicht unbedingt antun, dass man hier
mit dem Charakter, der das vermutlich am schlechtesten kann, entlang geht. Vor allem, wenn da noch so viele schwere Stellen kommen. Vor allem, wenn ich so wenig Zeit habe. So, erstmal unten entlang für den Stern. Wir können es natürlich auch anders machen, genau. Wir lassen uns einfach hier runterschubbern. Wow, einfach ist gut. Bam, bam, bam. Richtig gemein. Wir könnten auch von der Plattform hinten uns runterfallen lassen. Nee, ich glaube, ich muss das auch. Lange kann ich leider nicht mehr in diesem Part machen. Also das ist wirklich ein Niveau, da muss ich mir schon mal die Zähne ausbeißen. Ach, jetzt habe ich ganz lange gewartet. Warum eigentlich? Tschüm, tschüm. Und ich dachte schon, dieses Let's Play wäre quasi beendet. Stimmt gar nicht, liebe Leute. Stimmt gar nicht. Das Schwierige kommt erst noch. Und vielleicht hält dieses Spiel ja noch mehr Gemeinheiten für uns bereit. So. Jetzt müssen wir wieder hier auf den Stern warten. Den ersten haben wir ja nicht bekommen. Hup. So. Also besonders gemein finde ich wirklich auch, dass man keinerlei Power-Ups bekommt. Denn das macht es alles doppelt und dreifach so schwer. Oder habe ich die immer nur übersehen hier? Kann schon sein. Okay. Nein! Ich wollte hinten runterfallen. Ach Mann. Aber wir haben Rosalina da. Hallo Rosalina. Mit ihrem Sternchen. Mist, jetzt bin ich hier durchgerannt und habe nichts eingesammelt. Na gut, na gut, na gut. Das war natürlich so nicht gemeint. Dann hole ich euch das nach. Es ist ganz gut, denn jetzt muss ich sowieso den Part beenden, damit ich euch das überhaupt noch anschneiden kann. Hua! Aber wenigstens haben wir noch die goldene Flagge. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry fürs Failen. Ich fürchte, es wird jetzt ein paar Parts lang so weitergehen. Aber dann seht ihr wenigstens nochmal, was dieses Spiel noch so an Härte zu bieten hat. Denn man darf Mario-Spiele trotz ihres Rufs einfach nicht unterschätzen. Gut, liebe Leute, dann beende ich jetzt erstmal. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe leider viel zu kurze Arme. Deswegen sage ich nur Tschüss und jetzt schaut euch schön mal die Schätze an, okay? Alles klar. Oh, Moment, stopp, noch nicht. Ha, du kannst nun auch als Rosalina spielen? Das ist neu. Liebe Leute, das müssen wir uns im nächsten Part mal angucken. Jetzt trotzdem erstmal die Schätze, okay? Also bis zum nächsten Part. Ciao. Liebe Leute, ich glaube, ich habe da schon was gefunden. Ich glaube tatsächlich, ihr habt es schon gefunden. Ich muss das mal so drehen. Ihr seht, ich habe hier ein Power-Up gefunden und bin mit der Prinzessin unterwegs. Und ich glaube, hier oben ist es. Ich habe da, ich bin die Wand hochgekrabbelt und habe da eine Röhre gesehen. Lass mal kurz los, Prinzessin. Wir gehen da nochmal mit Schwung hoch. Und, ja, das sieht so aus. Das könnte das sein, was ich gesucht habe. Eventuell ist das schon der erste Stern. Wäre das nicht wunderschön? Oh je. Oh je. Und wir haben zwei. Müssen wir die beide aktivieren, ja? Okay, dann probieren wir das erstmal. Also erstmal so. Ja. Nein. No. Okay. So. Geh da runter, genau. Und so und so. Huch, zu früh. Na gut, dann habe ich schon vermasselt. Wir probieren das andere nochmal ganz kurz aus. So, das andere war leichter. Mist. Okay, wir probieren es gleich nochmal. Bis gleich, Leute. So, liebe Leute, hier probieren sie jetzt nochmal. Erst den schwereren. Und der müsste da runter. Und dann muss ich nur den rechten Zeitpunkt abwarten. Nicht zu lange warten, nicht zu kurz. Jetzt. Ja, der ist drin. Jetzt müssen wir den anderen mal kurz überlegen. Ich glaube, dass... Ja. Nee, erst so müsste der sein. Genau. Und so, jetzt müsste der da hochspringen. Und sobald er auf dem blauen war, muss ich nochmal hüpfen. Genau. Und jetzt ist es drin. Sternchen geschafft. Oh yeah. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch so reicht. Gut, liebe Leute, dann weiter bis zum nächsten Schatz. So, liebe Leute. Ich glaube, jetzt kommen wir an den Stern. Und zwar besser als das letzte Mal. So. Wir sind mit der Prinzessin mal wieder unterwegs. Und wir haben den ersten Stern. Diesmal ist es nicht kaputt gegangen. Puh. Aber ich muss sagen, es ist immer noch anspruchsvoll. Juhu. Juppie. Wir haben es geschafft. Auf zum nächsten Schatz. Boing. So, und damit sind wir an der nächsten Stelle angekommen. Huh. Und zwar beim Stempel. Huh. Und
mal sehen, ob wir das nicht ein bisschen besser hinkriegen als mit dem Toadi. Oh ja, das ist viel leichter. Ich muss auch sagen, auch die vorherigen beiden Schätze waren mit der Prinzessin viel, viel, viel leichter als mit dem Toad. Also wenn ihr die sammelt, nehmt euch die Prinzessin. Die macht einfach das Ganze um Längen schaffbarer. Und ich glaube, da erspart ihr euch einiges an Kummer, liebe Leute. Also bis zum nächsten Schatz. Hui! So, liebe Leute, huch, ich versuche es jetzt mal auf diese Art und Weise. Ihr seht, hier unten ist der Stern. Den hätte ich doch sehr gern. Ja, es geht so ganz gut. Auch den haben wir jetzt. Ich muss hier noch schnell runter, damit ich es auch überlebe. Und dann kann ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part und ciao. Oh Gott. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut, Leute. Tschüss.